Hallo zusammen bei einer neuen Folge von Pokémon Feuerrot mit dem Flake Nerd. Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass beides mit F anfängt, Feuerrot, Flake Nerd? Egal. Ja, beim letzten Mal sind wir jetzt hier endlich im Felstunnel angekommen, haben ja ein bisschen was erkundet und wir wollten ja jetzt hier nach oben gehen. War ja klar. Naja, ziemlich viele verrückte Personen haben wir hier gefunden auch. Sehr verrückte Personen. Naja, nicht die hier, die Wanderer, die sind noch die normalsten, die haben einfach nur eine Passion. So, hier, kämpfen wir mal gegen den. Dieser Tunnel ist verdammt lang. Aber wir haben halt die Pokémon-Jungs kennengelernt, die doch einen an der Waffel haben, um es mal so zu formulieren. Oder sie haben nicht mal alle Tassen im Schrank. Einen Sprung in der Schüssel. Einen Vogel. Oder Piepmatz. Was fällt euch sonst noch ein? Also mir fällt jetzt erstmal nichts mehr ein. Verdammt, und Schallen ist besiegt. Dann muss halt Giftzicker ran. Ah, verdammt. Nee, mir fällt echt nichts mehr ein. So, Kleinschein ist besiegt. Giftzicker reicht Level 25. Und noch ein Kleinstein, dich bleibt drin. Dann geht das jetzt einfach mal zack, zack, hoffentlich auch. So eine Massenabfertigung halt. So. Und lass nicht raten, was das letzte Pokémon ist von ihm. Ein Kleinstein vielleicht. Gucken wir mal. Nein, es ist ein Machkodo. Oh mein Gott. Nee, aber das wusste ich jetzt wirklich nicht. Macholo, Macholo, Macholo. Ja, ich schätze mal, dann Mandala kommt jetzt rein und fertig. Ah, wir sind Stahl gegen Kampf. Normal, okay, gut. Ja, so manche Typ-Kombinationen, die weiß ich einfach nicht auswendig. Vor allem, wenn es dann in die, ich sag mal, ja, exotischeren Typen geht, also so Stahl oder Kampf. Oha, du hast gewonnen! Wobei bestimmt sagen einige, hä, exotisch, was laberst du? Kann ich mir vorstellen. Könnte es sein, dass ich mich verlaufen habe? Naja, du bist eigentlich schon mehr oder weniger auf dem richtigen Weg, Mann. Du, Olli, du. So, ja. Ich hab doch Giftzicker, ich hab gerade nachgedacht, dass ich keine Pokémon mehr habe, aber sofort verworfen auch. Hier, weil Giftzicker ja im Team ist. Und ich habe mich ehrlich gesagt immer noch nicht entschieden, ob ich es zu einem Giflor oder zu einem Lubella entwickeln will. Ja. Ich werde es mal sehen. Vielleicht könnt ihr mir irgendwie Tipps geben. Ich informiere mich höchstwahrscheinlich auch nochmal im Poké-Wiki, welche die Werte sind, obwohl hier ist es mehr oder weniger egal. Aber ja, mal gucken. Habe ich mich ja einfach noch nicht entschieden. So, jetzt noch Kleinstein und dann war's das. Ja, gibt's hier gereicht sogar noch Level 26. Sachte, wo bin ich? Wo geht denn es nach draußen? Ja. Manu.
Wer sieht's auf? Wer guckt's auf? Verdammt. Oh, Marollo. Habe ich noch nicht. Ja, dann ist doch klar, dass ich es fangen werde auch. Und ich wechsle mal lieber aus. So, ich überlege mir jetzt auch einen Spitznamen noch, während ich hier kämpfe. Obwohl eigentlich, naja, eigentlich habe ich einen Spitznamen jetzt, ja. Nicht sehr kreativ, aber beschreibt ja mehr oder weniger die Entwicklungsreihe. Pokéball. Da. Pokéball, flieg, flieg. Verdammt. Nein. So, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann muss ich wohl noch irgendwie ein bisschen schwächen. Nur wie? Ach klar. Ja, Giftzicke kommt dann jetzt mal rein. Ich habe doch hier die Stachelsporen. Genau. Jetzt bist du paralysiert, ja? So, genau, mit Paralyse schaffen wir uns dann. Und ja, toll, Macholo wurde gefangen. Und natürlich der Eintrag im Pokédex. Macholo, das Kraftprotz-Pokémon. Sein ganzer Körper besteht aus Muskeln. Auch wenn es nur so groß wie ein Menschenkind ist, kann es 100 Erwachsene jonglieren. Aber jonglieren hat ja nicht unbedingt was mit Kraft zu tun, sondern mit Geschicklichkeit. Fingerspitzengefühl. Wie kann man es noch nennen? Also auf jeden Fall finden wir erstmal ein Flugzeug. So, das ist die Nachricht überhaupt. Und möchte gern wie du, sollte etwas mehr Respekt zeigen. Ach, schlabberst du. Klodwig. Nee, ich verkneife es mir jetzt. Ich muss es mir verkneifen. Da. Nee, den Witz, den bringe ich jetzt nicht mit Klodwig. Nein. Verdammt, Volltreffer auch noch. So, dann muss hier der Absorber wenigstens die ganzen KP abziehen. So. Ja, auch wieder im grünen Bereich. So, jetzt hier bei Gerolf wird es spannend, wie viel Schaden ich da mache. Naja, alles voll, vollen Schaden einfach. Das ist nicht schlecht. Ich gebe auf. Und eigentlich trainiere ich jetzt auch das falsche Pokémon für die nächste Arena. Naja, es kommen ja noch ein paar Trainer. Hoffentlich pendelt sich das ein. Ich müsste ja wirklich Mandala trainieren eigentlich. Aber, Feuer-Pokémon gegen Gesteins- und Boden-Pokémon ist halt, nicht so schlau. Nee. Hier kann ich leider nichts machen. Zertrümmer habe ich noch nicht gefunden. Aber ich habe auch keine Lust, jetzt irgendwie zu suchen. Passt schon. So. Ich fliehe jetzt einfach. Tragosse müsste es doch noch hier geben, oder nicht? Mann. Weißt du, wie man es vermeidet, sich im Gebirge zu verlaufen? Andere knicken Zweige, um ihren Weg zu markieren. Ui, toll. Verdammt, ich kann's nicht. Ich kann's einfach nicht. So, Pummeluff.
Da kommt Mandala rein. Ja. Wenn ich schon nicht irgendwie mit Mandala gegen Gesteins- und Bohnen-Pokémon kämpfen kann, dann kriege ich halt einen Walzer ab. Eine Gesteinsattacke, ja. Das freut mich natürlich sehr. So, immerhin. Ein Volltreffer jetzt mit der Glut. Ja, Pokémon Level 20. Und als nächstes kommt ein Taubsi. Ja, ich bleib drin. Apropos nächste Arena, Taubeline hätte ich eigentlich auch noch irgendwie trainieren müssen, aber gut, besiegtes Pokémon halt. Kann ja nicht kämpfen. Aber ist ja auch im Felstunnel nicht so toll. So, als nächstes kommt Mauzi. Einfach ein Steinwurf, dann wird es auch schon kritisch für Taubeline. Ui, Volltreffer. Ja, umso besser, dann dauert es nicht so lang. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber dein Bestes war nicht gut genug. Und ich glaube, ich sollte erstmal nach oben. Oder? Ja. Das ist nicht schlecht gewesen. Und ich glaube, dass das mehr oder weniger so ein Rundweg ist da unten. Werde ich aber gleich sehen. So, Top Aether gefunden. Ich gucke mal. Nee, das ist kein Rundweg. Ach so, gut. Ein Trainerkampf. Nee, vier natürlich. Vielleicht setze ich doch Schutz ein und... Doch, kein Trainerkampf. Wenn du so hoch oben im Steingebirge bist wie hier, stehen Gerolllawinen an Gefahr da. Kannst du dir vorstellen, dass dir Felsen auf den Kopf fallen? Das wäre doch einfach unvorstellbar schrecklich. Du scheinst keine Angst zu haben, so einen Pokémon Steinhagel erlernen. Ja, Steinhagel für Rollstone, warum nicht? Ja. 75,90. Ja, dann ist... Klar, was ich nehme. Tackle. So, Tackle vergessen und Steinhagel erlernt. Es wäre sehr gruselig, das in diesem Tunnel einzusetzen. Ja, das stimmt wohl. Und ja, ich setze wirklich Schutz ein. Ich glaube, mit Dragosso wird das hier nichts. Flucht. Oder vertue ich mich schon wieder mal hier mit... irgendwelchen Fundorten. Ich sollte echt mich irgendwie vor dem Spiel vielleicht mal kurz auseinandersetzen. Aha, kannst du mich besiegen? Wo war ich? Ah ja, ich sollte mich wirklich irgendwie so vorbereiten. Ein wenig wenigstens, damit ich weiß, worauf ich mich einstellen soll und muss oder kann oder wie auch immer. Aber gut. So, die Verteidigung steigt und ich setze Absorber ein. Tja. Das war's wohl mit deiner Verteidigung. Ich bleib drin. Ich möchte einfach nur noch hier raus aus dem Felstunnel. Jetzt Georg, ja, dann schafft Gipzig auf jeden Fall Level 27. So, was sage ich? Aber gut, das war auch nicht so schwer zu sehen.
Ups, das war zu viel des Guten. So, einmal hier unten. Gut, aber da gibt's leider nichts. Und dann nur noch du, Verrückter. Du besitzt einen Pokédex? Cool, ich möchte auch einen haben. Der Clemens. Ja, schade. Pokéball könnte aber auch langsam mal irgendwie eine vernünftige Elektroattacke lernen. Und sei es nur Donnerschock. Besser als nichts. So, und das war's hier mit den Absorbern. Verdammt. Ja, ich glaube, jetzt muss ich auf Zerschneider ausweichen. Was nicht stark ist, aber ja, ich glaube, Säure wird nicht besser sein. Ich kann hier mal gucken. Ach, ist sogar normal effektiv gegen Phlegmon. Okay, gut. Ja, dann probier's mal aus. Hier mit vollen KP. Okay, jetzt mit dem Volltreffer, das ist natürlich ein bisschen, ja, verzerrend. So, noch ein Phlegmon. Wer hätte das nur gedacht? Hoffentlich sehen wir auch jetzt, okay. Das war aber, ja, sehr viel Schaden, trotz Volltreffer halt. Noch viel Schaden, so. Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. So, auf jeden Fall besser als Zerschneidersäure schon. Dann bleibe ich auch hier drauf. So, das müsste es gewesen sein. Natürlich. Natürlich. Ja, dann kann ich jetzt auch den Zerschneider einsetzen. Ach, ich bin ja so neidisch. Ja, du Verrückter. Okay, gut, es geht also noch ein bisschen weiter. Dann sehen wir das in der nächsten Folge hier bei Pokémon Feuerrot. Wenn es dann hier immer noch weitergeht im Felsen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis morgen.